Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ja. Wie geil. Eine Fackel. Ja, unsere Rüstung ist jetzt schon geupgradet. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Ich darf spielen. Ja, guck mal, ich habe mehr Herzen als beim letzten Mal. Ich habe das Schwert. Habe ich ein Inventar? Nö. Erstmal speichern. Schloss Hyrule Untergrund. Andere Synchronsprecherin? Ja, die Zelda-Synchronsprecherin hat sich geändert. Du kannst Amiibo erst verwenden, wenn du... Okay, keine Amiibos in der ersten, im ersten Raum. Keine Waffen beschwören. Ja, ich hau einfach ab. Scheiß. Hä? Link, ist dir unterwegs irgendwas aufgefallen? Das können wir uns auf dem Rückweg genau ansehen. Vorher sollten wir weiter hinein. Okay, wir folgen einfach nur dem Plot erstmal. Schloss Hyrule Untergrund. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich merke, dass 6 Jahre in der Entwicklungszeit hier drin, es sieht alles nochmal so viel cooler aus. Ist bestimmt nicht der Hype. Wie cool sie einfach hier mit mir rumläuft. Wie so ein NPC. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay, machen wir. Okay, also es kommt schwarzes Miasma unterm Schloss und macht Leute krank. Wir wollen wissen, warum. Wir spielen einfach das Spiel. Warum darf ich keine Fackel halten? Ich habe auch eine Fackel. Da. Gehen wir gemeinsam, Prinzessin. Oh, die Rüstung ist auch richtig cool schon so. Leucht? Mein Schwert. Link. Das Masterschwert. Ich hab schon gezogen, ich hab schon gemerkt. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Orks in der Nähe, ja. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass bis sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Wird gemacht. Wie cool ruhig das Spiel anfängt. Schwert schwingen. Nice. Und es leuchtet, ja. Ja. Welche Bestie möchte mit mir kämpfen? Halt, Link, sieh nur, was liegt denn da? Ist das etwa eine Sonau-Ruine? Ruinen, wie bei Reste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Ja, sie sagt selber, stammt es etwa vom Volk der Sonau? Sonau auf Deutsch ist Sonau. Ich weiß nicht warum, aber das sind die Sonau. Ja, aber guck mal, ich bin einfach so in der Lore drin, ich konnte es vorher callen. Gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Oh, macht das direkt ein Foto. Ach, die hat das Tablet. Okay. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sage geworden ist.
Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Mhm. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Ich werde sowas von die Geheimnisse ergründen von denen. Diese Lampen habe ich im Trailer gesehen. Yo, guck mal, das sind so richtige... So sehen die wahrscheinlich aus. Crazy. Hallo. Ob diese Statue ein Sonau da... Mein Gott, warum sage ich überhaupt was? Ob diese Statue ein Sonau darstellt? Schau doch, welche lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das im Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Chat lacht mich einfach nur aus. Weil ich Sachen schon zu früh sage. Ich weiß nicht, warum. Das ist so ein neuer Fluch von mir. In den ganzen letzten Spielen, die ich spiele, sage ich alles immer, nachdem die ganzen Leute es sagen. Also, danach, ja. Das wäre ein Papagei. Nee, ich sag's immer vorher. Ich sag immer was und dann wiederholen die NPCs mich oder sagen es gleichzeitig mit mir. Ja. Die Musik ist doch richtig cool. Es soll richtig laut für euch sein. Eure Ohren sollen rausgeballert werden. Oh mein Gott. Was? Yo, cooler Spin-Attack. Zack. Pow. Ich bin gestorben. Ich will sie dodgen. Habe ich meinen Dodge noch? Ja. Let's go. Stirb. Ich habe gerade so gewonnen. Puh. Alles in Ordnung? Link? Nein, ich bin tot, ernst verletzt. Wandbilder. Yo, eine weitere Prophezeiung. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianna auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Ich halt mal für dich. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen.
Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Ja, das war ein Stein, der eindeutig mit Bomben weggesprengt wird. Das habe ich auch gesehen. Aber, ich habe kein Modul. Ich habe gar nichts. Ja, aber es ist so sick. Dafür musst du mich einmal kurz einblenden. Ja, okay, das ist also Ganondorf in seiner Dämonenkönigform und hier ist er normal. Und den zieht aus der Lichtträgerin diese Träne und wird dadurch der Dämonenkönig dann. Okay. Und da sind irgendwie zwei so Tränen, die sich irgendwie verbünden. Sieht fast aus wie ein Herz. Und hier fliegen halt so 7 Tränen. Vielleicht sammeln wir welche im Spiel. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich habe mir nichts angeguckt, außer den Trailer, die offiziellen. Und da hat man also so ein bisschen was gesehen mit den Tränen und so. Ja. Was auch immer dahinter ist, das werden wir wahrscheinlich später erfahren. Irgendwann kommen wir bestimmt hier nochmal mit einer Bombe hin. Einfach keine Bomben mehr. Ich will wissen, wo das Miasma herkommt. Kennt ihr es, wenn ihr so einen Berg runterläuft und nicht mehr stoppen könnt? Oh mein Gott, die Musik, ey. Ich bin hier am Rumblödeln, aber es geht richtig ab. Und die Aussicht hier auch. Ja. Zelda, komm mal. Zelda, guck mal, das sieht cool aus. Komm her. Ja. Oh, ich freue mich so sehr auf das Spiel. Wo sind wir? Lass uns gehen, Link. Und bitte, ganz, ganz vorsichtig. Wart mal. Gesprächslog? In Ordnung. Achso, weiter reingehen, nicht weggehen. Was ist das? Ja. Ich würde das nicht anfassen. Oh. Ups. Hol dich für den Herzen! Aua! Holy shit, mein Schwert! Link! Das soll das heilige Bannschwert sein! Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen! Ein nutzloser Krieg! Yo! Zelda! Und du, Träger des Bannschwertes, Link! Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher? Kennst du unsere Namen? Sick alles. Wie fucking cool ist Ganondorf, bitte. Was eine Reaktionszeit, ey. Ja.
Busch. Die Träne hat sich aktiviert oder so? Lass mich dir eine Hand geben, Bro. Was auch immer uns gerade gerettet hat, okay? Liebe Mitbürger von Hyrule, unsere Expedition hat eventuell kleine Probleme für das Königreich verursacht. Aber keine Sorge, ich habe ein kaputtes Schwert und einen Willen. Irgendwann haue ich gerne auf die Nase und dann nenne ich ihn Wurm. Aber gebt mir so 3 Wochen oder so. Richtig cool. Ich liebe den Anfang. Was ein cooler Bösewicht. Okay. Handkumpel hat sich an uns dran gesteckt oder so. So voll die Zombie-Hand. Du bist also erwacht, Link. Ja? Neue Navi? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Was hast du mit meiner Kleidung gemacht? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Ersetzen, okay. Haben wir mal einen neuen Arm. Waren wir jetzt nochmal 100 Jahre K.O.? Jo, wie lang meine langen Haare hier einfach. Also wir waren auf jeden Fall eine Weile K.O., wenn meine Haare auch offen sind. Ja. Kacke. Mein Schwert ist kaputt. Der Masterdolch. Ja. Sorry, Fai. Du hast ein Stück Müll. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Reicht es, um ein paar Ranken zu schneiden? Ich hoffe. Hey, wenn es unkaputtbar ist, beste Waffe im Spiel direkt. Ich weiß, wie ich zuhau. Danke. Wie wäre ich an den Fledermäusen vorbeigekommen, ohne angreifen? Hallo? Haha! Das Schwert ist noch bei seiner alten Stärke. Wo bist du, Ganondorf? Wo bin ich? Warum ist da so ein cooles Portal? Ich wollte eine Karte öffnen, aber wir haben ja nicht so eine Karte. Stimmt. Hallo? Danke, Selector. okay, wir haben es angefasst und hinter uns leuchtet blau. Was ist alles passiert? Hallo, Exposition. Danke. Du da, Rat, erzähl mir, was passiert ist. Oh Gott, das ist jetzt bestimmt wie der Turm in Breath of the Wild. Wir haben jetzt diese Sonai-Technologie im ganzen Land erweckt. Dadurch, dass wir das Tor mit dieser Hand angefasst haben oder so. Blau. Okay. Zur Toilette. Okay. Ja, ich hab echt... Ich muss mal nach der ganzen Begegnung mit Ganon hier. Abspringen? Abspringen. Hallo? Meine Ausdauer ist auch weg. Hallo? Besonders, ich hatte 3 Ringe Ausdauer und volle Herzen. Das konnte man gar nicht haben im ersten Teil. Hallo? Man konnte nur eins der beiden voll machen. Link hat gecheatet.
Oder kann man es mit den DLCs dann voll machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich spring selber. So keine Taste. Hui. Ich will aber da... Ich will aber da runterlaufen. Und so endet die Geschichte von Link. Ganondorf hat alle umgebracht. Tipps. An dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet, die dir auf deinem Weg von Nutzen sein können. Danke. Ja, guck mal. Okay, sprinte. Ich muss doch den dämlichen ersten Tod fortsetzen. Dann habe ich direkt keinen Leistungsdruck mehr. So, hier, darfst du einen coolen Hechtsprung machen. Platsch. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Okay. Wenn du atmest, erstickst du nicht. Die Kiste ist cool. Ja, und die hat auch eine sicke Animation. Altes Beinkleid. Einfache und klassische Beinkleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Tasche. Jo, wie clean die Tasche ist. Ich liebe das Interface. Anlegen. Okay, wir spielen so. Einfach der Barbaren-Look direkt. Ich bin einfach so ein römischer Krieger. Ich habe schon so Bock, da rauszulaufen. Diese Vögel setzen schon so richtig die Mut. Man hört den Wind so langsam durchs Gras ziehen. Und jetzt rennen wir raus. Und jetzt kommt hier wieder gleich so ein cooler Shot. Let's go. Kann ich nicht noch eine Kleidung finden oder so? Holy... Oh. Ich kann einfach selber gucken. Keine Kamerafahrt. Okay, wir hüpfen da runter gleich. Da hinten ist der Todesberg. Hier fliegt einfach... Oh. Ich spring doch nicht runter, wir klettern weiter hoch. Ich kann noch nicht klettern, okay. Oder zumindest nicht an dem Zeug. Die wissen, dass ich das machen würde. Wir gucken hier später oben drauf. Oh, wie geil. Wie weit oben man einfach anfängt. Sieht man Schloss Hyrule? Oder ist es noch weiter oben? Nö. Sprung! Oh, yo. Ah. Cool. Oh, wie schön ruhig das Theme ist. Ich hab einen Drachen gesehen? Ich hab keinen Drachen gesehen. Ich hab in den Chat geguckt. Scheiße. Da! Ich seh ihn. Hallo. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ja. Hat so passend zur Musik gepasst. Die klang aus, als würdest du so ein bisschen schreien. Hi. Ich lebe jetzt als Frosch. Wer ist Zelda? Being Frog is Eternal. Ich weiß nicht, ob man Bauchklatscher machen kann. Ich kann in Zukunft gucken. Wir haben noch so viel herauszufinden. Vergessene Himmelsinsel? Oder so? Aber liebe Zuschauer, das war der Prolog. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel zu erkunden. Richtig geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Warte. Chat will mit Tschüss sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Heute kommt noch ein Part auf YouTube natürlich. Ich fange nicht mit dem Prolog an und lasse euch dann einen Tag warten. Was zur Hölle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann.